Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Ja, unterwegs mit der Benji auf eine kleine Runde, um von euch ein paar Fragen zu klären. Das heutige Thema wird wahrscheinlich besonders interessant sein für Leute, die jetzt quasi gerade neu in das Thema einsteigen, sich das erste Mal quasi mit Quatsch so richtig beschäftigen und quasi die allererste und wichtigste Frage klären müssen oder vielleicht auch für sich erstmal klären sollten. Und das ist nämlich, was ist das richtige Fahrzeug für mich? Wie gesagt, ihr habt ja mitgekriegt, ich arbeite mittlerweile ja bei der Quad Company, mache da natürlich ja auch die Fahrzeugberatung und da kommt es, wie gesagt, ist mir jetzt schon relativ häufig aufgefallen oder der Trend geht auf jeden Fall dahin. Der Kunde kommt rein und sagt, ich möchte das und das haben und dann sage ich, nee, ich glaube, das möchtest du nicht. Und zwar so ein klassisches Beispiel. Es kommt jemand rein, der Körpergröße nah an die 2 Meter rangeht und mit einer zweiten Person noch, die auch sehr, sehr groß gewachsen ist und sagt, ja, Sportquad auf jeden Fall und muss auf jeden Fall neu sein. Ganz, ganz viel Leistung und ja, muss aber Automatik sein und wir wollen zu zweit fahren. Wenn wir uns dann die Sportler mal so angucken und ich sage, komm her, setz dich doch mal erstmal alleine drauf. Und jetzt guck mal, wie deine Sitzposition auf diesem Fahrzeug ist, dass du bequem sitzt, wie viel Platz jetzt noch hinter dir überhaupt ist. Wie gesagt, Sportler haben halt den Nachteil, dass sie halt von ihrer Bauform und sowas halt auch ja, sehr, sehr gering sind. Und ja, für ganz große Menschen wird das dann halt schwierig, gerade wenn man zu zweit fahren will. Und dass man da ja, gucken muss, ob das denn wirklich so das ist. Also wenn man dann wirklich sagt, wir wollen zu zweit unterwegs sein, es muss aber ein Sportler sein, wir wollen unbedingt eine Starachse haben, dann muss man unter Umständen vielleicht 2 kaufen, dass beide eins haben. Oder halt wirklich ja, auf Maschinen ausweichen, die halt ein bisschen mehr Platz bieten. Ne? Wie gesagt, es gibt halt noch Modelle aus der Vergangenheit, die natürlich Sportler sind und trotzdem mächtig viel Platz bieten, wie zum Beispiel eine KFX 700, ja, die hat die Leistung vergleichbar mit einer Raptor 700, also ein sehr, sehr groß Kubikfahrzeug mit sehr, sehr viel Leistung, was jetzt nicht unbedingt für mich als erster Tipp für als Einsteigerfahrzeug dienen würde. Aber gut, da fällt zum Beispiel schon mal weg, wenn einer unbedingt einen Schalter haben will, ist die raus. Das ist eine Automatik. Spritverbrauch bei der Maschine ist auch ist interessant. Bietet aber auf jeden Fall eine mächtig große Sitzbank und bietet auch durch ihre Größe an sich. Also wenn ich auf so einer KFX 700 sitze, ich sehe immer aus wie so ein kleiner Junge, der auf einem, weiß ich nicht, großen Fahrrad sitzt und mir die Füße baumeln in der Luft. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Kopfkino, könnt euch das gut vorstellen. Nein, aber die passt halt einfach absolut nicht für meine Körpergröße. Ich bin gerade mal 1,72 und ich sehe aus wie so ein zu klein für diese Maschine. Das merke ich aber auch selber beim Fahren, dass das für mich echt anstrengend ist. Das Ding, also unter Sportler fahren, da brauche ich halt was Kleines, Leichtes, ne? Aber wie gesagt, dann kommen die Leute rein und sagen, das sind halt so die Grundvoraussetzungen, wo ich immer sage, okay, genau wie, ja, was habt ihr denn genau vor? Wie wollt ihr das da machen? Und wenn man dann so ein bisschen ins Gespräch kommt und dann findet man so langsam raus, ja, geplant ist eigentlich, soll eine Maschine sein fürs Wochenende, für schöne, ganz ruhige Touren und sowas, einfach mal samstags draufsetzen auf den Bock zu zweit, dann irgendwo schönes Ziel sich aussuchen, hinfahren, was essen, Kaffee trinken und dann wieder über die Landstraße schön zu rumjuckeln. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Sportler. Das kann auch mit einem ATV Spaß machen. Hat den Vorteil, es hat mehr Platz. Und dann geht es auch immer, wenn ich dann sage, ja okay, wenn ihr es jetzt euch vorstellt, ihr sitzt auf dem Sportler, kommt da an. Ja, es ist mit einem ATV hat man halt teilweise Vorteile. Ne? Wie zum Beispiel, wenn ihr irgendwo Kaffee trinken seid, ihr habt meistens einen Koffer hinten drauf bei den Teilen. Ja, dann Helm und Jacke, alles rein und man kann im Endeffekt in Freizeit-Zivil-Look, wie man es schimpfen möchte, einfach dann seine Freizeit genießen und wenn man jetzt zurück zum Fahrzeug kommt, Koffer auf, alles wieder antütteln und los geht's. Ansonsten muss man die Sachen halt mitschleppen. Ne? Das kenne ich ja auch bei ganz vielen Treffen oder Ausfahrten, die wir machen, wenn es dann heißt, so und jetzt gehen wir da hinten was essen. Da müssen wir aber ein Stück irgendwie hochlaufen, weil das Restaurant ist da oben im ein Stück durch den Wald laufen oder sowas. Ja, so, wenn ich dann mit dem Biest unterwegs war, ne, oder jetzt auch mit der hier, ja, dann schleppe ich natürlich, gerade weil ich an meinem Helm ja hier das Sehnersystem, Kamera und alles dran habe, das lasse ich nicht am Fahrzeug zurück, den schleppe ich natürlich mit den Helm. Genau wie meine Jacke lasse ich nicht da drauf liegen, weil wenn die doch irgendjemand gut gebrauchen kann, dann friere ich auf der Rückfahrt oder bin dann halt auch ungeschützt. also habe ich alles schön vollgepackt und marschiere dann halt mit. Das ist dann halt nicht ganz so optimal. Aber gut, das muss man halt vorher wissen. Ja, und dann, wie gesagt, auch das mit dem Schalten. Es gibt auch aktuell
ich wüsste jetzt nur noch ein Fahrzeug, was es gibt, was schaltbar ist. Das ist eine Axis 400, aktuell 90. Der einzige Sportler. Wie gesagt, und dann, wenn die Leute aber immer kommen und sagen, ich bin schon eine Raptor-Probe gefahren, ich habe mir auch schon ganz viele angeguckt und möchte jetzt, aber es muss ein Neufahrzeug sein, es muss ein Schalter sein. Und da muss man den Leuten mal klar machen, ja, aber es gibt gewisse Unterschiede zwischen den Herstellern. Und das ist halt, ja, da muss man halt auch mal ehrlich sein und sagen, pass auf, das und das ist da halt anders, als wenn du ein Markenfahrzeug kaufst. Und das wollen die Leute manchmal nicht hören. Es ist aber, wie gesagt, lieber ehrlich sein und dann vielleicht auch mal den Leuten abraten und sagen, nee, das ist doch nicht so das, was du haben willst. Guck lieber da und danach. Weil, wie gesagt, ich möchte schon, dass jeder, so viele Leute wie möglich dieses wunderbare Hobby teilen und auch diese Leidenschaft, wie ich sie quasi hierfür habe, irgendwo nachvollziehen können. Macht natürlich wenig Sinn, wenn dann irgendjemand sich jetzt so ein Fahrzeug kauft und von Grund auf echt absolut unzufrieden ist. Wie zum Beispiel, Thema Offroad, genau, was ich vorhin auch angesprochen habe, ne? Kommt an, ich fahre zu 90% Offroad und fragst, ja, wo wohnst du denn, ne? Und dann, Hannover Innenstadt als Beispiel. Ich brauche unbedingt eine mit riesen Treckerreifen drauf, mit Mattumbau, Kühler hoch und so weiter, weil ich will immer in Offroad-Park fahren und alles. Und dann kommst du halt so ein bisschen auch ins Gespräch und dann kommst du raus von wegen, ich habe kein Auto mit Anhängerkupplung, ich habe auch keinen Transporter, aber ich fahre sich was hier, so ein kleines Cabrio oder sowas. Und Anhänger habe ich auch nicht und darf ich auch vielleicht gar nicht fahren und so weiter. Ich würde dann dahin fahren, wo ich immer denke, wenn du so eine Maschine fährst, die ist nicht dafür gedacht, gerade mit diesen riesen Schaufelrädern darunter, dass du damit lange auf dem Asphalt rumfährst, weil das tut der Maschine nicht gut und dir selber auch nicht, weil das macht auch einfach gar keinen Spaß. Und dann, wie oft das ist, wie gesagt, viele gucken sich immer so Videos an, denken so, ich will das auch. Klar, wenn man das umsetzen kann und realisiert kriegt und dann wirklich, halt auch umgesetzt kriegt, so, wirklich dieses Fahrzeug dann so oft wie möglich dann in den Offroad-Park reinkriegt da und dann da fährt und das auch wirklich nur für diesen Zweck nutzt, passt das ja alles wunderbar. Aber so wie einer dann, ja, also überwiegend, man kommt ins Gespräch und dann, ja, ich kenne da die und die fahren immer nur Touren und man nachfragt so, machen die dann auch so, nee, die fahren nie ins Gelände und alles. Und dann kriegst du so langsam raus, dass in dem eigenen Umfeld gar nicht so viele Leute sind, die das so extrem in diesem Offroad-Bereich leben, sondern mehr auf Touren. Und auch sagt dann, wenn du quasi da so mitschwimmen willst, ne, dann vielleicht über was anderes nachdenken oder halt, ne, die Lösung von wegen, dass man die Maschine im Endeffekt so mit mehreren Reifensätzen ausstattet, so für tourentauglich und so weiter, dass man irgendwo halt mal einen Kompromiss eingehen muss. Ja, wie gesagt, es kann ja auch sein, wenn jemand das alles so explizit machen will und das auch wirklich so umsetzen kann, klar, dann weiß er genau, was er will. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt auch so, dass die Leute mit völlig falscher Erwartungshaltung an das Thema rangehen. Man muss ein bisschen ehrlich zu sich sein. Was mache ich wirklich mit dieser Maschine? Ich fahre auch unwahrscheinlich gerne Offroad, aber es ist für mich halt zeitlich so schwer umsetzbar. Wie gesagt, ich habe es letztes Jahr nicht ein einziges Mal geschafft, Offroad zu fahren. Es hatte viele Gründe, aber die Gründe haben halt dazu geführt, dass ich es nicht fahren konnte. Es ist halt so, ne? Aber die Zeit, die ich auf der Straße, auf Asphalt verbracht habe, die war exorbitant hoch. Da habe ich halt das auch nicht vorher so gedacht, dass sich das so entwickeln wird. Trotzdem macht es mir ja Spaß. Wie gesagt, wir wollen hier nichts böse und schlecht reden. Aber wie gesagt, muss ich halt selber erstmal klar werden, so was wirklich realistisch umsetzbar ist. Was auch mal ganz oft ist, wenn ich eine LOF habe, dann kann ich ja überall alle Feldwege und alles umgraben und man den Leuten sagt, so ist das leider nicht mit dieser LOF. Das hat nämlich nichts damit zu tun, dass du da überall Freifahrtschein hast zum Fahren. Ganz im Gegenteil. Deswegen, die erste wichtige Entscheidung, wenn ihr euch ein Fahrzeug holen wollt, ist wirklich, was möchte ich ganz, ganz realistisch damit machen? Wie gesagt, wenn einer jetzt, ich hatte auch schon oft den Fall gehabt, ich brauche eine Maschine für zwei Personen. Und wenn du mal fragst, ja, ne, wie fährst du mit Partner, Enkelkind oder sonst was? Ne, und dann kommt raus, im Endeffekt, es müssen nur zwei draufpassen, aber ich werde realistisch immer alleine fahren, weil meine Frau hat Angst vor diesen Dingern und will da nie aussteigen. Wo ich auch sage, ja, dann brauchst du ja nicht unbedingt eine Langversion, dann kannst du ja auch mit einer Kurzversion, wo man ja auch theoretisch mal zu zweit drauf sitzen kann, ist halt etwas unbequemer, aber da hast du dann vielleicht mehr Spaß mit, ne? Es gibt halt viele, ja. Es gibt eigentlich schon die passende Maschine für jeden, den man irgendwo, was man so vorhat, außer es kommt einer an und sagt, ich möchte jeden Tag 200 Kilometer Autobahn mit 200 ballern. Da sind wir dann schon aus dem Serienbereich so ein bisschen raus, da gibt es dann andere Maschinen für. Klar gibt's das auch auf dem Markt, aber Ball kommt nicht hierher. So diese typische Fahrschulgeschichten, ne? Der Ball, der über die Straße rennt.
vom Thema abgekommen. Mist. Ah. Jetzt habe ich so einen kleinen Louis de Venis in meinem Kopf. Ihr auch? Nein. Oh. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Bringt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen so zum Nachdenken, was er selber möchte und lässt das vielleicht auch mal so ein bisschen, dass man sich erstmal wirklich die Fakten so zusammenlegt, was wirklich wichtig ist für mich und nicht das, was ich haben will, sondern erstmal nur das, was ich brauche. Und daraus ja, grenzt man schon so ein bisschen die Suche ein, was für einen selber halt dann auch wirklich in Frage kommen sollte. So, ich habe da jetzt total lange drüber gesammelt gehabt, wahrscheinlich jetzt auch tausendmal hin und her geschweift. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen, gerne auch mit einem Kommentar. In diesem Sinne sage ich mal, ciao und haut rein mit Taxi Time.